Leute, Lisha und Lou sind wieder am Start. Wir sind wieder am Start, Leute. Und ja, wir haben einen Stalker, so wie es scheint. Aber einen richtig heftigen, der wirklich alles über uns weiß. Ja, also nicht nur wir, es sollen mehrere Leute sein, die einen heftigen Stalker haben und der einfach Geheimnisse verbreitet, ohne sich dafür zu schämen, ohne Konsequenzen. Und wir haben uns gedacht, wir wollen diese Person heute einfach mal zur Rechenschaft ziehen und in diesem Video, live, jetzt vor Ort, diesen Stalker zur Rede stellen und fragen, was die ganze Scheiße soll und mal gucken, ob diese Person wirklich alles über uns weiß. Wer weiß. Und natürlich wären wir nicht Lisha und Lou, wenn wir nicht eine fette Überraschung für euch hätten. Leute, wir haben wirklich eine miese, miese, miese Überraschung für euch und deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, sonst seid ihr selber schuld. Aber jetzt geht es erstmal zu unserem Stalker. Let's go. Leute, unser Stalker nennt sich Bongo. Und den kann man über eine Telefonnummer erreichen. Diese blenden wir hier jetzt ein. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, ob dieser Stalker tatsächlich alles über uns weiß. Es gehen Gerüchte rum, dass man seinen Vor- und Nachnamen dahin schickt und dann soll dieser Bongo angeblich alles über dich wissen. Aber wirklich so eine Sachen, die nicht viele wissen. Oder ja, kaum. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich auch nicht. Und die Antwort soll ziemlich schnell sein. Also ist da niemand, der irgendwie nachgucken kann oder sich mal schnell erkundigen kann. Wir werden jetzt einfach mal schauen, ob das wirklich funktioniert, weil ich es nicht glauben kann. Ich werde jetzt einfach Lisha, mein Nachname, Berlin hinschicken. Und wir schauen einfach mal zusammen, was da für eine Antwort kommt. Okay. Eine Sache muss ich noch sagen, weil viele werden jetzt fragen, geht das nur von Deutschland aus oder kann man das auch von anderen Ländern machen? Natürlich nicht nur von Deutschland. Es gibt eine Nummer für Deutschland, das ist die hier. Dann gibt es eine Telefonnummer für die Schweiz, das ist die hier. Und dann gibt es noch eine Nummer für Österreich und das ist die hier. Die hier. Also ihr aus Österreich, Schweiz und Deutschland könnt natürlich mitmachen bei dieser Sache. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich werde jetzt Lisha, Nachname, Berlin an die 82888 schicken. Ich bin jetzt so gespannt, ob es wirklich geht. So. Gesendet. Okay, Leute, wir werden euch hier einblenden, was wir bekommen. Ja, ich werde meinen Nachname wegstreichen, Luz auch. Das muss ja nicht sein, dass es jeder weiß. Richtig. Okay. Bongo weiß, dass Lisha eine temperamentvolle Chica mit lustigen Macken ist. Dein Markenzeichen, was deine Liebsten total verrückt macht. Du stellst leere Flaschen zurück in den Kühlschrank? Was? Niemals! Du verarsch mich. Nein, ich schwöre, warum soll ich lügen? Du Opfer, denkst du, ich mach was gut, was lügt? Wo willst du mich verarschen? Nein! Das weißt du. Leute, was? Leute, wir blenden es ja ein, ihr seht das. Du stellst leere Flaschen zurück in den Kühlschrank. Die, die uns kennen, das haben wir in einem Video mal erzählt, was richtig alt ist. In den paar Sekunden kann niemand rausbekommen. Das ist richtig lange her. Und das war nur in einem Video, wo wir das gesagt haben, Bu. In einem Video vielleicht. Okay, wartet. Über mich, okay, vielleicht. Aber jetzt machen wir es mal über dich. Okay, warum ja, vielleicht war es Zufall. Mal gucken, was okay, über mich kommt. Wir versuchen mal Lou, Nachname, ... Alter. Berlin. Bei sowas habe ich immer richtig Schiss, Alter. Richtig. Wartet. Willst du es vorlesen oder soll ich? Ungefähr. Wir blenden es ein. Okay. Leute. Bongo weiß, dass Fitnessfreak Lou leidenschaftlich viel Wert auf guten Stil legt. Für deine Sneakersammlung würdest du sogar dein Leben. Was? Allen vor allem deine Yeezys, oder? Was? Und dann noch einen lachenden Smiley. Alter! Nein, nein, nein. Wartet mal, Leute. Guck mal bei mir gerade, okay, die wussten, ich bin eine Chica mit Macken, aber jetzt guck mal bei Lou. Die wissen, er macht Fitness, die wissen, dass er guten Stil hat, die wissen, dass er eine Sneakersammlung hat und dass er Yeezys trägt. Wer ist das? Leute, das ist krank. Das ist krank. Okay, wartet, jetzt lass uns mal was bisschen Schwereres stellen. Was denn? Kann man auch tierisch Ob ich schon mal was Verbotenes getan habe? Komm, wir fragen, ob ich schon mal was Verbotenes okay, getan habe. Okay, ja, das wissen nicht viele. Okay. Hat Lisha schon mal Digga, das ist echt hart. Verbotenes. Was zum Teufel? Wer zum Teufel? So senden. Leute, jetzt bin ich gespannt.
Okay, die Antwort ist da. Nein! Bongo weiß, dass Lisha es schon immer faustdick hinter den Ohren hatte. Als sie 10 war, hat sie immer etwas aus dem Zeitungsladen ihrer Straße mitgehen lassen. Niemals. Nein. Niemals. Leute, ich blende euch das ein. Das kann nicht sein. Bo, das kann nicht sein. Ich schwöre, das kann nicht sein. Jetzt pass mal auf. Wartet mal, Leute. Wisst ihr, was das Krasse ist? Ich habe davon schon mal was erzählt, aber ich habe nie erwähnt, wie alt ich da war. Und ich schwöre euch bei meinem Leben, ich war da 10 Jahre alt, als das angefangen hat. Bo, das ist krank. Das ist Optik. Das ist richtig. Nein, Mann, sowas Optik kann eigentlich gar nicht sein. Das ist sowas richtig kann nicht hart sein. Das ist richtig krank. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe immer noch das Gefühl, dass du mich verarschst. Hä? Wie soll ich dich denn verarschen? Keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Okay, und wartet, krass. Wartet. Krass. Wartet. Haben wir Geheimnisse? Komm, warte auf die Antworten, dann sag du es. Okay, lies vor. Oh. Lies vor! Bongo weiß, dass ihr eure 80 Flaschen Parfüm was vor Besuchern versteckt. Was? Aber ein mega Geheimnis enthält ihr eure Community. Am Monatsende werdet ihr es auf YouTube verkünden. Bu, nein, nein, Bu, das ist zu krass. Bu, das jetzt ist zu krass. Das Leute, das krass kann nicht sein. Ich das bin kann raus nicht sein. Ich hab richtig Schiss gerade. Leute, das kann nicht sein. Pass mal auf. Ihr wisst ja, dass wir richtig viele Parfüms haben. Und immer, wenn wir weibliche Besucher haben, verstecken wir meine, weil wir Angst haben, dass die meine Parfüms klauen. Leute, und das Krankeste ist jetzt, wir haben euch noch gar nichts davon gesagt. Bei mir und Lou ist gerade ein Plan am Laufen. Etwas, was Ende des Monats rauskommt. Ich kann's gerade richtig, ich bin gerade richtig baff, glaubt ihr mir? Bu, aber jetzt hör mal ganz kurz zu, bitte ganz kurz. Und ich schwöre dir bei Gott, ich verarsche dich nicht. Ich habe damit nichts zu tun, aber jetzt hör mal zu, guck mich mal an. Wir haben noch nie mit irgendjemandem darüber geredet, dass wir etwas am Laufen haben, was Ende des Monats rauskommt. Und woher sollen die wissen, dass wir es genau Ende des Monats der Community sagen wollen? Bu, das weiß keiner, ich bin richtig aufgeregt gerade. Leute, das ist richtig krank. What the fuck? Ich find's mega gruselig. Frag ihn bitte nichts mehr. Bitte. Leute, das ist doch krank. Bitte. Lass es. Ich find's richtig, richtig heftig. Das weiß wirklich keiner. Und wenn ihr das erfahren tut am Ende des Monats, dann werdet ihr selber sagen, krass, wie konnte... Leute, und das ist keine Merch. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, es ist bestimmt die Merch oder Lishas Wimpern. Das ist etwas, worüber wir noch nie ein Wort verloren haben. Richtig. Weil wir wirklich gesagt haben, wir wollen unsere Community am Monatsende damit überraschen. Ja, und das hat so viel Arbeit gekostet und wir wollten uns das nicht versauen lassen, indem wir es einfach ankündigen, so wie eine Merch. Das ist krank. Und das ist gerade, ich bin ein bisschen schockiert, wie... Ich bin schockiert einfach gerade, sage ich ganz ehrlich, ich bin wirklich schockiert. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Leute, ganz ehrlich, wir sind immer noch schockiert. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich will euch nur nochmal sagen, wenn ihr das Gleiche durchmachen wollt und das erleben wollt, was wir gerade erlebt haben, nennt sich Bongo. Und ihr müsst einfach nur eine SMS dahin schicken. Bitte nicht vergessen, wichtig ist euer Name, euer Nachname und wenn ihr wollt auch euer Ort, so wie wir jetzt Berlin geschrieben haben. Für die aus Deutschland bitte die 82888, die aus der Schweiz die 877, Österreich 09 009 99 000. Diese Nummern sind für euch aus Österreich, Schweiz und Deutschland. Und Leute, Lou und ich haben uns was richtig Krasses überlegt. Weil das war ja schon gerade was Heftiges und wir dachten uns, wir werden für euch eine richtig krasse Verlosung starten. Also wir dachten uns im Grunde genommen, dass wenn ein Mann gewinnt oder die Männer gewinnen, dass die was Bestimmtes bekommen und wenn die Frauen gewinnen, auch was Bestimmtes. Ja, also wir haben uns gedacht, wir werden 200 € investieren und wir wollten euch eigentlich was kaufen, dann dachten wir aber... Nicht jeder Gewinner steht ja auf Parfüm. Richtig. Oder nicht jeder Gewinner steht auf eine Playstation. Genau. Deswegen dachten wir, wir werden einfach 200 € investieren und derjenige, der von euch gewinnt, kann sich aussuchen, für was er den Gutschein im Wert von 200 € haben will. Richtig. Also wenn du ein Mann bist und du sagst, ich würde gern zum Mediamarkt gehen, dann schenken wir dir einen Gutschein im Wert von 200 € vom Mediamarkt. Wenn du eine Frau bist und du sagst, ich will Douglas oder Mac, dann kriegst du von uns einen Douglas Gutschein, von mir aus auch 100 von Mac und 100 von Douglas. Also ihr habt die Möglichkeit, einen 200 € Gutschein zu bekommen, wie ihr den aufteilt, ist egal. Wenn ihr ein Paar sagt und ihr sagt, ich würde gerne 100 für meine Freundin für Douglas haben, 100 für mich für Mediamarkt, egal, wir erfüllen euch jeden Wunsch,
den ihr wollt. Wir werden euch jeden Gutschein klären im Wert von 200 Euro. Wir dachten uns, das ist einfach mal was anderes und das passt einfach. Ja, und da könnt ihr auch selber entscheiden, was ihr gewinnt. Und ich finde, das ist einfach eines der krassesten Verlosungen, weil es einfach was richtig Cooles ist. Und wir werden diese Verlosung aber nicht über YouTube machen und auch nicht über Instagram. Das wird nämlich richtig cool und richtig fair ablaufen. Es wird einen extra Account jetzt auf Snapchat geben. Die Verlosung wird jetzt sofort starten. Der Account heißt, werden wir hier einblenden, der heißt Bongo Snap Win. Ihr müsst bitte darauf achten, dass es genau so geschrieben wird, wie es hier steht. Also Bongo das B groß, bei Snap das S groß und bei Win das W groß. Wenn ihr das irgendwie anders schreibt oder anders groß oder anders klein oder ein Leerzeichen dazwischen, das ist der falsche Account, dann könnt ihr nicht ausgewertet werden. Und wir wollen das so machen, dass ihr die lustigsten Antworten oder die besten Antworten, die Bongo euch geschickt hat als Antwort, die schickt ihr bitte auf diesen Account. Dann werden wir mit Bongo zusammen die besten Antworten rausfischen und aus den 15 besten werden wir dann einen auswählen, der von uns den 200-Euro-Gutschein nach seiner Wahl gewinnen wird. Also wird es Zufall sein, wer gewinnt. Ja, naja, Zufall nicht. Wir werden gucken, welches die lustigste oder beste Antwort ist. Da wo wir einfach sagen, heftig, krasse Antwort. Richtig. Und ja, Leute, macht mit, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ihr wisst, bei uns ist keine der Verlosungen fake. Alle unsere Gewinner werden immer öffentlich bekannt gegeben. Wir machen das nicht wie andere YouTuber, dass wir sagen, ihr werdet privat kontaktiert. Sowas gibt es bei uns nicht. Bei uns ist alles real. Und der Gewinner kann dann auch sehr gerne uns ein Foto mit seinem Gutschein schicken oder mit dem Einkauf, mit dem 200 Euro Einkauf, den er gemacht hat. Damit wir dann nochmal was hochladen können und sagen können, das war der Gewinner von dem Bongo-Win-Spiel. Auf jeden Fall hoffen wir, das Video hat euch gefallen und wir sind gespannt, was bei euch für kranke oder lustige Antworten rauskommen. Und macht mit, wir werden euch den Account auch nochmal in der Infobox verlinken, damit ihr auch bloß auf den richtigen Account kommt. Namen steht alles drin, auch nochmal die Telefonnummern. Und wir haben euch mega doll lieb und ihr wisst, am Ende des Monats wird es eine fette, fette, fette Verkündung geben. Und wir haben uns wirklich riesen Gedanken gemacht, um euch eine Freude zu machen. Jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Wir haben euch mega doll lieb und schicken euch 1000 Küsse. Baba, beautiful!